Ich schließe den Tagesordnungspunkt 7. Gibt es irgendwas zu diskutieren? Und rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 5961. Vertrauen ist beschädigt, Kontrolle ist notwendig. Die Landesregierung muss eine Taskforce zur Überprüfung der Speicherung personenbezogener Daten durch den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz einsetzen. Ich eröffne die Aussprache. Und für die antragstellende Fraktion der Piraten bekommt Herr Kollege Herrmann das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die im Saal verblieben sind, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Wir sprechen in unserem Antrag von Vertrauen. Wir werden gleich vermutlich zu hören kriegen, wir Piraten hätten kein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, würden ständig kritisieren und dramatisieren. Ich sage Ihnen eins, wir Piraten haben großes Vertrauen. Zum Beispiel in unser Grundgesetz, welches unter Hinweis des Bundesverfassungsgerichts schon mehrfach den Regierungen des Bundes und auch dieses Landes ihre Grenzen aufgezeigt hat. Wir haben großes Vertrauen in unsere Landesverfassung, die explizit den Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf den Schutz ihrer Daten als Grundrecht festschreibt. Wir haben ebenfalls großes Vertrauen in unsere Bürgerinnen und Bürger selbst, dass sie sich durch stetig stärker werdenden Widerstand den ausufernden Überwachungsplänen unserer jeweiligen Regierungen entgegenstellen. Und ganz besonderes Vertrauen haben wir in unser Land als Ganzes. Denn wir, die Bundesrepublik Deutschland und all ihren Menschen, sind mit unseren bereits zweifach gemachten Erfahrungen der Auswirkungen eines Überwachungsstaates das richtige und wohl auch das wichtigste Land weltweit, um der globalen Überwachung, geprägt durch die NSA, aufgedeckt durch Edward Snowden, entgegenzutreten. Dass wir, gerade auch aufgrund unserer Geschichte, dem Menschen, dem wir die Aufdeckung dieses riesigen Überwachungsapparates zu verdanken haben, einen sicheren Aufenthalt bieten müssen, versteht sich daher von selbst. Und ob Sie das jetzt hier aufgrund kleingeistiger Zwänge ablehnen oder nicht. Unabhängig von irgendwessen Zuständigkeiten wird die Frage des Aufenthalts sicher von den Menschen in unserem Land beantwortet werden, die mit Mut für ihre und unsere Freiheit und die Freiheit unserer Kinder und Kindeskinder eintreten. Vertrauen kann man nicht einfordern, Vertrauen muss man sich verdienen. Deshalb wiegt es schwer, wenn Vertrauen enttäuscht worden ist. Das ist im letzten Herbst in Niedersachsen geschehen. Der Landesverfassungsschutz dort hat in seiner Amtsdatei journalistisch tätige Personen nur aufgrund ihrer Tätigkeit ohne verfassungsbrechende Absichten rechtswidrig abgespeichert. Aber, meine Damen und Herren, es kommt noch schlimmer. Die daran anschließende Überprüfung der Datenbestände deckte eine immense Anzahl von Fehlspeicherungen auf. Die eingesetzte Arbeitsgruppe legte in ihrem Abschlussbericht nahe, nahezu 40% der gespeicherten Personendaten zu löschen. Anlasslos wurden minderjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bürgerprotesten, Moscheebesucherinnen und Besucher und Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, gespeichert. Das lässt nicht auf ein individuelles Fehlverhalten bei den Speicherungen zurückführen, sondern es handelt sich offensichtlich um ein Organisationsversagen des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Wir Piraten wollen deshalb nun einmal mehr, dass auch die Datenbestände in Nordrhein-Westfalen geprüft werden. Der Verfassungsschutz hat hier ca. 34.000 Personen in seiner Amtsdatei gespeichert. Bei einer solchen Datenmenge sind Fehler schnell passiert. Die Forderung nach einer Prüfung bedeutet aber nicht, dass wir von einem Organisationsversagen in den Ausmaßen von Niedersachsen ausgehen. Wir wissen, dass es Unterschiede in den Verfassungsschutzgesetzen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gibt. Und wir wissen auch, dass in Niedersachsen zum Beispiel Minderjährige unter anderen Voraussetzungen gespeichert werden dürfen als in Nordrhein-Westfalen. Können Sie aber wirklich wegen dieser Unterschiede Fehlspeicherungen ausschließen? Ich denke nicht. Oder haben Sie trotz aller Skandale der letzten Jahre, an denen nicht zuletzt auch der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen beteiligt war, uneingeschränktes Vertrauen? Wir haben das Vertrauen spätestens seit dem NSU und dem NSA-Skandal in großen Teilen verloren. Wir wollen nicht riskieren, dass Personen in den Dateien gespeichert sind, die darin nichts zu suchen haben.
Wollen Sie einen weiteren Vertrauensverlust riskieren und durch irgendeinen Zufall ähnliche Rechtsverletzungen wie in Niedersachsen ans Tageslicht kommen? Ich denke nicht. Zum Schluss möchte ich noch einmal appellieren. Es gibt viel zu wenig Kontrolle und viel zu viele Skandale. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat jahrelang zugelassen, dass sich die Nazi-Szene vor allem im Ruhrgebiet stark organisiert und vernetzt hat und dass sie immer gewaltbereiter wurde. Zugleich wurde der rechtsterroristische und menschenfeindliche Hintergrund von Anschlägen und Morden nicht erkannt und nichts von unserer Totalbespitzelung durch ausländische Geheimdienste gewusst. Diesen enormen Vertrauensverlust hat die letztjährige Verfassungsschutzreform und ein paar öffentliche PKG-Sitzungen nicht entkräften können, unserer Meinung nach. Deshalb brauchen wir die Taskforce nach dem Vorbild in Niedersachsen. Lassen Sie eine Überprüfung der Dateien zu. Andere Innenminister haben übrigens ganz von selbst eine Überprüfung angeordnet. Treffen Sie eine Entscheidung ohne Vorurteile und denken Sie nicht daran, dass dieser Antrag von uns Piraten kommt. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfges. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich tue mich ein wenig schwer, an der Stelle sachlich zu bleiben, insbesondere weil ich eigentlich auch persönlich menschlich dem verehrten Vorredner nicht zu nahe treten möchte. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer hier das Grundgesetz und die Landesverfassung zur Begründung für krude Verschwörungstheorien heranzieht, muss er sich schon die Frage gefallen lassen, ob er seine Aufgabe hier tatsächlich ernst nimmt. Meine Damen und Herren, das, was Sie hier zur Begründung Ihres Antrages vorgetragen haben, ist faktenfreier Blödsinn. Ich darf jetzt aus Ihrem Antrag zitieren. Da steht: Der Verfassungsschutz hat über Jahre hinweg publizistisch und journalistisch tätige Personen rechtswidrig gespeichert, und das ist dann zufällig entdeckt worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das tatsächlich der Fall ist, dann hat man ein Problem, Klammer auf, in Niedersachsen, Klammer zu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man ein solches Problem hat, dann hat die Einrichtung einer Taskforce sicherlich die Möglichkeit, dem zweckmäßig und angemessen entgegenzuwirken. Und ich freue mich immer darüber, wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gelobt werden. Das gilt auch für den Kollegen Pistorius in Niedersachsen. Nur, Sie sind in Ihrer ganzen bedeutungsschweren Rede jeglichen Nachweis dafür schuldig geblieben, dass es auch nur im Ansatz vergleichbare Vorgänge in unserem Bundesland gibt. Und insoweit kann ich Ihnen nur sagen, das ist nichts anderes als der Versuch, eine Mücke aufzublasen. Und eben ist hier am Rednerpult der Elefant geplatzt, meine Damen und Herren. Darüber hinaus habe ich, und das sage ich Ihnen ganz deutlich, an der Stelle auch wenig Verständnis dafür, dass man sich mit den realen Fakten in unserem Bundesland offensichtlich kein bisschen auseinandersetzt. Sie weisen ja zu Recht darauf hin, dass in Niedersachsen Organisationsverschulden festgestellt worden ist. Dann wäre es nett, und das darf ich auch als Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für den Verfassungsschutz hier sagen, wenn man sich mit den bekannten und öffentlich zu diskutierenden Regeln über die Arbeit des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen inhaltlich auch nur mal ein bisschen auseinandersetzen würde. Dann würden Sie nämlich sofort feststellen, dass Dinge, die in Niedersachsen beklagenswerterweise vorgekommen sind, in Nordrhein-Westfalen in dieser Art und Weise nicht vorkommen können. Ich sage Ihnen nur mal ein Stichwort. Das System, und das habe ich heute Morgen auch abgesichert, das System der Wiedervorlage von personenbezogenen Daten, die gespeichert worden sind, das System des regelmäßigen Kontrollierens und die Möglichkeit, innerhalb unseres Kontrollgremiums jederzeit alles das zu hinterfragen, wird von Mitgliedern dieses Kontrollgremiums regelmäßig genutzt. Und all das, was Sie hier an Verdachtspunkten aus Niedersachsen abgeleitet haben, ist insoweit, meine Damen und Herren, an den Haaren herbeigezogen. Und wenn es eines letzten Nachweises bedurft hätte, dass wir so eine Taskforce nicht brauchen, dann darf ich Sie, vielleicht wird das in Ihrer Fraktion nicht diskutiert, an der Stelle darauf hinweisen,
dass wir infolge der schrecklichen Ereignisse NSU bei uns in Nordrhein-Westfalen die Arbeit des Verfassungsschutzes der Abteilung 5 des MIG haben überprüfen lassen. Haben überprüfen lassen durch einen Sonderbeauftragten, durch den ehemaligen Staatssekretär Schubmann-Wagner, der sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und ich will jetzt hier nicht aus den Beratungen des PKG berichten, weil das ja in nicht öffentlicher Sitzung erfolgt ist. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lasse die Zwischenfrage zugleich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was der Herr Schubmann-Wagner festgestellt hat, was kritisch hinterfragt worden ist, lässt gerade keinerlei Zweifel an den Fragen zu, die Sie hier aufgeworfen haben. Insoweit, liebe Kolleginnen und Kollegen, entbehrt dieser Antrag jeglicher Grundlage. Und wir hätten Ihnen das gerne auch im Detail nachgewiesen, in einer ausführlichen Beratung in einem zuständigen Fachausschuss. Leider haben Sie uns die Gelegenheit nicht gelassen. Und jetzt lasse ich gerne eine Zwischenfrage zu. Ja, es sind mittlerweile sogar zwei. Die erste würde Ihnen gerne Herr Kollege Kern von den Piraten stellen. Und die zweite, Herr Kollege Herrmann. Möchten Sie beide zulassen? Herr Kollege Kern. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Köfkes, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben jetzt quasi eine, ich sag's mal, Ehrenerklärung zugunsten des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes hier abgegeben, gleichsam die Absolution erteilt. Wir wissen, dass es ja höchstwahrscheinlich auf Initiative der Piraten mit dankenswerterweise Unterstützung der CDU einen NSU-Untersuchungsausschuss geben wird. Meine Frage zielt darauf hin ab, sollte sich im Rahmen dieses Ausschusses erweisen, dass es doch entgegen Ihren Erwartungen zu Verfehlungen des Verfassungsschutzes und zu Versäumnissen gekommen sein sollte, legen Sie dann Ihre Ämter nieder? Ich glaube, die Zwischenfrage knüpft nahtlos an die Qualität Ihres Antrages an, lieber Kollege Kern. Und insoweit darf ich Ihnen nur eins sagen, das Vermischen zwischen dem Gegenstand Ihres Antrages und den schrecklichen Ereignissen NSU zeigt, wie unverantwortlich Sie mit dem gebotenen Aufklären dieser Vorgänge umgehen. Und ich kann mir, ich sag mal, an der Stelle einen weiteren Zweifel an der Ernsthaftigkeit Ihres Vorgehens in beiden Bereichen nicht verkneifen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schrecklich, was passiert ist. Und wir sind alle daran interessiert, das habe ich auch der Presse gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass wir unseren Teil zur Aufklärung beitragen. Aber das hat mit dem von Ihnen hier heute zur Abstimmung gestellten Antrag nun so überhaupt nichts zu tun. Und die Art und Weise, wie Sie es herleiten, zeigt, dass da dunkle Absichten eine Rolle spielen, lieber Herr Kollege. Ja. Kollege Köfkes, möchten Sie die zweite Zwischenfrage noch zulassen? Ja. Herr Kollege Herrmann, bitte. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zuschlassen. Sie haben eine Untersuchung erwähnt. Und da wäre meine Frage, ob Sie dann ermöglichen können, dass die veröffentlicht wird, weil uns geht es ja mit unserem Antrag gerade darum, hoffentlich festzustellen, dass wir hier nicht die Probleme haben, die in Niedersachsen bestanden haben. Das könnte ja vielleicht der Antrag ermöglichen. Darf um Verständnis dafür bitten, dass gerade wenn wir Dinge wie Rechtsterrorismus wirksam bekämpfen wollen, wir nicht alle Erkenntnisse über die Arbeit unserer Sicherheitsorgane dann in der von Ihnen begehrten Art und Weise hier öffentlich diskutieren können. Denn es ist nun mal in der Sache irgendwo, ich denke auch nachvollziehbar, logisch, dass man nicht alle Fragen, die unser Sonderbeauftragter überprüft hat, hier zur Diskussion stellen können. Aber wir können uns gerne mit dem Herrn Freier und dem Haus in Verbindung setzen, ob nicht ein Teil der Dinge in einer öffentlichen PKG-Sitzung dann auch mal dargestellt werden kann, insbesondere wenn es darum geht, dass wir über den Umgang mit Daten von Personen, die gespeichert sind, da mal offen diskutieren. Ich glaube, prinzipiell ist da nichts gegen einzuwenden, dass Sie bitte nachsehen wollen, dass auch ich hier noch, ich sag mal, Veröffentlichung von konkreten Dingen dann mit großer Skepsis gegenüberstehe, das setze ich voraus. An der Stelle kann ich Ihnen nur sagen, dieser Antrag, obwohl mein Wortbeitrag jetzt ein bisschen länger gedauert hat, dieser Antrag verdient im Prinzip alles andere, nur keine Zustimmung. Insoweit werden wir konsequenterweise ablehnen. Vielen Dank, Herr Kollege Köfkes. Bleiben Sie gleich hier. Ihr Redebeitrag wird gleich noch etwas länger dauern, weil Herr Kollege Schwert sich zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Und das Mikro schalte ich jetzt auch frei. Ja, herzlichen Dank. Natürlich geht das noch
Sie sprachen gerade an, dass es eine unzulässige Vermischung zwischen den Taten des NSU einerseits und der Verfassungsschutz gäbe. Wir müssen aber leider feststellen, dass es diese Vermischung gibt. Das ist eine Tatsache. Die entsprechenden Untersuchungsausschüsse haben auch solche Vermischungen da durchaus gegeben. Es hat nämlich Versäumnisse im Rahmen der Verfassungsschutz gegeben, die genau in diesem Zusammenhang herausgekommen sind. Und deswegen wäre es durchaus möglich, dass ein NSU-Untersuchungsausschuss genau solche Versäumnisse wiederum aufdeckt. Dass Sie das hier so vehement zurückweisen, die Geschichte, die Vergangenheit hat uns da was anderes gezeigt. Wir haben in vielen Verfassungsschutzen in dem Rahmen Probleme festgestellt, gerade auch zum Beispiel im Thüringer Landesverfassungsschutz und so weiter. Insofern gehen Sie einfach davon aus, dass das Vertrauen in die Verfassungsschutz, in den Verfassungsschutz generell massiv verspielt worden ist, gerade auch im Zusammenhang mit der NSU-Phase. Und es wäre jetzt an der Zeit, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und dieses Vertrauen kann man damit zum Beispiel erreichen, dass man von sich aus freiwillig einer solchen Überprüfung zustimmt. Um nichts anderes geht es. Niemand unterstellt was. Es wäre toll, wenn am Ende rauskommt, ja, es ist alles wunderbar, aber dann haben wir wieder Grund, Vertrauen in den Verfassungsschutz zu setzen. Herzlichen Dank. Herr Kollege Schwert. Herr Kollege Kreuz, bitte. Ich will an der Stelle nochmal, ich glaube, das ist, ich sage mal, kein Erkenntnisproblem bei Ihnen, sondern tatsächlich der bewusste Versuch, Dinge miteinander zu vermischen. Klar machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der von Ihnen hier heute zur direkten Abstimmung gestellte Antrag über die Kontrolle in Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen Daten, mit der Frage, welche Fehler im Zusammenhang mit der Aufklärung dieser NSU-Mordserie passiert sind, das hat nun überhaupt nichts miteinander zu tun. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle hat sowohl der PUA in Berlin als auch das Parlament hier, als auch wir demnächst gemeinsam in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sicherlich die Aufgabe, haben wir alle gemeinsam die Aufgabe, Vertrauen wiederherzustellen. Und ich bin an der Stelle sehr dankbar dafür, dass das hier bei uns zum Teil schon passiert ist, indem wir zum Beispiel bei der Diskussion über das Verfassungsschutzgesetz sehr intensiv auch die Pannen, die da passiert sind, zu Rate gezogen haben, gesagt haben, wie kann man das in Nordrhein-Westfalen vermeiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Versuch muss misslingen und ist, ich sage jetzt das Wort, schäbig, hier die Dinge miteinander zu vermischen. Wir können nach wie vor nur sagen, dieser Antrag hat keine sachliche Begründung und verdient im Prinzip keinerlei Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Lohn. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die letzten Sätze des Kollegen Körfges waren genau die richtigen. Wir sollten diesen Antrag einfach aus sachlichen Erwägungen ablehnen und uns nicht länger damit beschäftigen als unbedingt nötig. Das ist selbstverständlich, dass der Verfassungsschutz unseres Landes Daten speichert. Aber ebenso selbstverständlich ist es auch, dass er sich dabei an geltendes Recht hält. Was Sie in Ihrem Antrag unterstellen, das ist alles mehr als eine Frechheit. Das ist unseriös und auch völlig anlasslos. Denn es gibt keinerlei tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass unsere Sicherheitsorgane, insbesondere der Verfassungsschutz, Daten speichern, die sie nicht speichern dürfen. Und Sie schreiben, ja, man könnte mutmaßen, man könnte zweifelberechtigt sein, sich Menschenrechtsorganisationen vermuten. Das ist alles, auf Deutsch gesagt, nichts Belastbares. Sie wollen deswegen eine ganze Behörde unter Generalverdacht stellen, die Arbeit erschweren. Man müsste sich fragen, weswegen machen Sie das denn überhaupt? Mehrfach wurde das PKG angesprochen, also das Parlamentarische Kontrollgremium. Da haben Sie die Möglichkeit, mit ernsthafter Arbeit, mit ernsthafter Frage Aufklärung zu betreiben und Ihre Wissensdefizite vielleicht aufzudecken. Aber da machen Sie nichts. Da kommen Sie hin, gucken unter die Decke und nichts tut sich da. Wenn Sie da arbeiten würden, brauchten Sie solche Anträge nicht zu stellen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Man hätte da viel mehr rausmachen können. Denn tatsächlich ist das so, in Niedersachsen gab es einen konkreten Verdacht. Dieser konkrete Verdacht, dass Daten von Journalisten und Rechtsanwälten ja rechtswidrig gespeichert wurden, ist im Prinzip zu 100% widerlegt worden. Allerdings muss man zugestehen, es ist ein Organisationsverschulden festgestellt worden, was dazu führt, dass einige tausend Daten gelöscht werden müssen.
Das ist aber nicht in der Art und Weise, wie Sie das, denke ich mir, auch verwerflich machen, auf Nordrhein-Westfalen zu übertragen. Lassen Sie unseren Verfassungsschutz so arbeiten, dass wir im Kontrollgremium die Arbeit überprüfen. Ich habe selbst bei allen Maßnahmen dort, ich glaube, da verrate ich auch kein Geheimnis, keine Ansatzpunkte gefunden, die diese Maßnahmen von Ihnen rechtfertigen würden. Deswegen möchte ich die Diskussion nicht noch mehr in die Länge ziehen. Die CDU wird aus guten Gründen Ihren Antrag ablehnen und wir hoffen, dass wir uns demnächst mit dem Thema in sachlicher Weise vielleicht an einem anderen Ort beschäftigen können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Lohn. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schäfer. Zu spät. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, eine gesunde, kritische Haltung gegenüber dem Verfassungsschutz ist richtig und ist auch wichtig, gerade für uns als Abgeordnete, insbesondere für diejenigen, die hier im Namen des Parlaments ja auch gewählt sind, im parlamentarischen Kontrollgremium entsprechend auch den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Und ja, ich stimme Ihnen zu, es hat einen Vertrauensverlust in die Sicherheitsbehörden in Deutschland insgesamt gegeben nach den NSU-Morden. Und das war für uns ja auch Anlass, dass wir hier im letzten Jahr eine Verfassungsschutzgesetznovelle gemacht haben. Ja, Sie lachen, aber es ist so, das war für uns anders, ganz konkret, dass wir gesagt haben, wir warten auch in dem Fall nicht darauf, bis der Bundestagsuntersuchungsausschuss fertig ist, sondern wir werden hingehen und werden bestimmte Sachen auch schon vorher verändern, zum Beispiel, dass wir die Kontrollrechte gestärkt haben, dass wir mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz hier auch hergestellt haben. Es gibt die öffentlichen Sitzungen des parlamentarischen Kontrollgremiums und da möchte ich Sie auch zu auffordern, solche Themen auch entsprechend anzumelden, dass wir sie in der Öffentlichkeit diskutieren können und auch nachschauen können, gibt es hierfür Anhaltspunkte. Stattdessen gehen Sie hin und sagen, wir stellen hier einen Antrag zur Abstimmung, zur direkten Abstimmung, obwohl Sie noch nicht mal konkrete Anlasspunkte haben. Ich finde es richtig, dass es in Niedersachsen eine Taskforce gegeben hat. Ich habe lange auch mit meinem Kollegen aus Niedersachsen noch telefoniert und mich beraten, was waren denn eigentlich die konkreten Anlässe dazu, dass ihr gesagt habt, ihr braucht diese Taskforce. Und es hat solche Anlässe in Niedersachsen ganz konkret gegeben, über Jahre hinweg, dass es herbe Kritik an der Arbeit des Verfassungsschutzes in Niedersachsen einfach gab. Aus verschiedenen Punkten. Ich beschränke mich jetzt auf die Sachen, was den Bereich Daten angeht, was den Bereich der unverhältnismäßigen Datenspeicherung angeht. Da sind Daten gespeichert worden von Gruppierungen, von Personen aus Gruppierungen, insbesondere aus dem linken Spektrum, aus Anti-Atom-Initiativen, aus der Hausbesetzer-Szene, von Tierschutzaktivistinnen und Aktivisten, wo nicht nachgewiesen werden konnte, dass es hier wirklich Verstöße oder Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier auch vorzuweisen sind. Da sind Daten von Minderjährigen gespeichert, Daten von Journalistinnen und Journalisten, von Personen, die freitags in die Moschee gegangen sind, obwohl sie überhaupt nichts zu tun hatten mit Islamisten, mit Salafisten, sondern die einfach nur zum Freitagsgebet gegangen sind. Solche Anhaltspunkte haben wir für Nordrhein-Westfalen nicht. Oder wenn Sie die haben, dann legen Sie die auf den Tisch und sagen uns, welche Anlässe das sind, dann untersuchen wir die. Wir haben als parlamentarisches Kontrollgremium die Möglichkeit, uns alle Akten vorlegen zu lassen. Und wir nutzen diese Möglichkeiten ja auch. Und da möchte ich Sie auch zu auffordern, Sie haben ein Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium. Sagen Sie ihm, wenn es solche Anlässe gibt, dass er das entsprechend auch ansprechen muss. Wir haben diese Kontrollmöglichkeiten der Akteneinsicht. Wir kriegen jedes Mal die Auskunftsersuchen vorgelegt. Wir haben ja als Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Auskunftsersuchen an den Verfassungsschutz zu stellen. Ich glaube, das ist Paragraph 14 des Gesetzes, hinzugehen und zu fragen, sind Daten über mich persönlich gespeichert worden? Das kriegen wir als Mitglieder des PKG jedes Mal vorgelegt. Und ich muss Ihnen sagen, diesen Gedanken führe ich noch zu Ende. Ich muss Ihnen sagen, dass es in der Regel sehr wenig Daten sind, die nur gespeichert wurden. Und wir besprechen die auch im PKG. Und insofern sehe ich dann ein Stück weit Ihre Vorwürfe nicht. Herr Kollege Herrmann würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage. Bitte schön, Herr Kollege Herrmann. Ja, vielen Dank, Frau Schäfer, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie es nicht für sinnvoll erachten, wie es zum Beispiel der bremische Innensenator Herr Meurer gemacht hat, der von sich aus eine Projektgruppe eingesetzt hat, obwohl es auch in Bremen ein parlamentarisches Kontrollgremium gibt, die über solche Dinge, wie Sie gerade ausgeführt haben, ja sprechen können. Aber er wollte halt auch proaktiv nach vorne gehen, hat eine öffentliche Projektgruppe eingesetzt aufgrund der Vorfälle in Niedersachsen, auch ohne Anhaltspunkte zu haben. Wäre es nicht sinnvoll, das in Nordrhein-Westfalen auch zu tun? Weil das ist letztlich der Inhalt unseres Antrags und nichts mehr.
Es ist gerade schon ausgeführt worden, dass es ja nach den NSU-Morden auch eine Begutachtung des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes gegeben hat und auch einen Bericht dazu. Das war ja durchaus auch eine Grundlage für die Novellierung unseres Verfassungsschutzgesetzes. Ich würde vorschlagen, auch als Mitglied des PKG, dass wir in der nächsten öffentlichen Sitzung in der Tat mal darüber sprechen, wie Daten gespeichert werden, welche Wiedervorlagen es auch gibt bei Daten, um zu überprüfen, ob Datenspeicherungen noch notwendig sind oder eben auch nicht. Das wäre mein Vorschlag. Und das können wir dann meines Erachtens oder müssten wir meines Erachtens da auch diskutieren, weil, und das ist auch jetzt hier in der Rede mein letzter Gedanke, wir haben Kontrollmöglichkeiten, aber Kontrolle muss eben auch von den Abgeordneten ausgeübt werden und da sind Sie genauso in der Pflicht wie alle anderen auch und ich hoffe, dass wir dann vielleicht in der nächsten offenen Sitzung da auch weiterkommen entsprechend. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Ort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Piratenfraktion, es wird Sie nicht wundern, dass sozusagen ich als vierter Redner nach Ihnen eigentlich das Gleiche vorbringe wie meine Vorrednerinnen und Vorredner. Ich glaube, Sie haben ein Staatsverständnis, das, ich sag mal, einer demokratischen Grundordnung, wie wir sie hier in Deutschland haben, irgendwie schwer zuträglich ist. Ich habe ein Grundvertrauen erstmal zum Staat auf der einen Seite und ich habe ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Staat. Der Staat braucht auch Kontrolle, aber der Staat ist bei uns nicht uferlos, schrankenlos, chaotisch, sondern die Kontrolle, die üben wir doch hier im Parlament vor allen Dingen auch aus. Und wenn Sie hier zum Beispiel eine Taskforce fordern, in meinen Augen ist das eine Entscheidung der Regierung, des Regierungshandelns, ob die Regierung sich selbst noch mal kontrollieren will. Wir haben dafür das parlamentarische Kontrollgremium und wir haben Rechte als Parlamentarier. Und auf diese Gewaltenteilung baue ich und setze ich auch, meine Damen und Herren. Herr Kollege Dr. Ort, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwer zulassen? Ja, gerne. Herzlichen Dank, dass Sie das zulassen. Sie fordern uns ja gerade, oder Sie haben uns soeben gerade aufgefordert, unsere Kontrollfunktion wahrzunehmen. Ist es dann nicht geradezu angebracht, dass wir dann einen solchen Antrag stellen, damit diese ausgeübt wird? Nein, weil Sie offenkundig die Gewaltenteilung verkennen. Ja. Wir beschließen hier auch nicht, ob der Innenminister eine Abteilung einzurichten hat. Ich hätte zwar viele Ideen, was er besser machen könnte, aber letztendlich ist er dafür selber verantwortlich und muss sich dann hinterher der politischen Verantwortung hier stellen. Aber wenn wir beschließen, was die Regierung alles zu tun und zu lassen hat, ja, dann sind wir auch dafür verantwortlich. Die Verantwortung, die liegt in erster Linie bei den Regierenden, meine Damen und Herren. Und ich habe auch ein Problem damit, Frau Kollegin Schäfer, wenn Sie hier vorschlagen, lasst uns das Ganze doch lieber mal in der öffentlichen Sitzung des PKG besprechen. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir Volkshochschule für Piratenabgeordnete in öffentlichen Sitzungen machen demnächst. Wenn es Bedarf an Informationen gibt, dann kann man diesen Bedarf in den Gremien, die wir haben, insofern decken, wenn es eine konkrete Anfrage gibt, dann kann man die konkret stellen im parlamentarischen Kontrollgremium. Man kann auch im Innenausschuss eine Anfrage stellen, da gibt es eine Beantwortung. Aber dass wir die jetzige Situation, wie das alles funktioniert, uns erklären lassen, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und deswegen möchte ich auch hier mit der Zeit enden. Wir haben sicherlich noch Besseres zu tun. Diesen Antrag lehnen wir schlichtweg ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ort. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie einen Antrag vorlegen, der in großen Teilen lediglich aus Vermutungen, Spekulationen und aus den Luft gegriffenen Vergleichen besteht. Das muss man deutlich feststellen. Das haben meine Vorredner schon getan. Ich könnte diesen Teil eigentlich meiner Rede streichen. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, so wie Sie den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen charakterisieren, mit welchem Verdacht Sie dem gegenübertreten, will ich einfach darauf aufmerksam machen, dass in dieser Verfassungsschutzbehörde in Nordrhein-Westfalen über 300 Mitarbeiter und Mitarbeiter tätig sind, in der Regel Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalens, und dass auch diese Mitarbeiter und Mitarbeiter
ein Stück weit Respekt und Wertschätzung auch durch das Parlament für ihre Arbeit verdient haben. Die lassen Sie hier nicht an den Tag legen. Sie werfen dem Verfassungsschutz hier vor, Datenbestände fehlerhaft zu speichern. Was Sie damit bezwecken wollen, weiß ich nicht. Was Sie damit erreichen, ist mir allerdings alles sehr klar. Sie versuchen, Zweifel zu streuen. Sie versuchen, Angst zu schüren, Misstrauen zu schüren bei den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz. Ohne jeden Anhaltspunkt. Ohne jeden Anhaltspunkt. Ich finde, das hat mit sachlicher Politik, das muss man sehr deutlich sagen, überhaupt nichts zu tun. Wir haben im letzten Jahr, darauf haben auch Vorredner schon hingewiesen, das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen modernisiert. Ich behaupte, es ist das modernste, es ist das transparenteste und Verfassungsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland. Nicht umsonst hat sich die Große Koalition im Koalitionsvertrag an dem nordrhein-westfälischen Modell orientiert zur Reformierung des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Darüber hinaus haben wir nach der Entdeckung des NSU den Verfassungsschutz auf ganz bestimmte Fragen hin untersuchen lassen durch den gerade schon genannten, durch den Kollegen Körfis genannten ehemaligen Staatssekretär, Justizstaatssekretär Herrn Schubmann-Wagner. Im Übrigen, Gegenstand auch dieser Überprüfung war, ob die Speicherpraxis dem Recht und Gesetz in Nordrhein-Westfalen entspricht. Dies hat Herr Schubmann-Wagner ausdrücklich bestätigt. Ich darf darauf hinweisen, dass wir ein Verfassungsschutzgesetz haben, das, was die Speicherpraxis von Daten angeht, weitreichende Schutzschriften und Schutz von Daten für Bürgerinnen und Bürger oder von Bürgerinnen und Bürgern beinhaltet. So weitgehend wie kaum ein anderes Verfassungsschutzgesetz in der Bundesrepublik Deutschland. Dinge, die in Niedersachsen bedauerlicherweise geschehen sind, sind nach der Rechtslage in Nordrhein-Westfalen nicht möglich, sind trotzdem überprüft worden. Es ist festgestellt worden, dass hier Recht und Gesetz eingehalten worden ist. Meine Damen und Herren von den Piraten, es ist, wie ich finde, sehr unsachlich, aufgrund von Zeitungsartikeln, anderen Sachverhalten, Dinge aus anderen Bundesländern aufzugreifen und die unkritisch auf Nordrhein-Westfalen zu adaptieren. Landesregierung steht natürlich gerne bereit, ob bei geheimen PKG-Sitzungen oder bei öffentlichen Sitzungen, das alles noch mal darzulegen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegen mir nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 8. Und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Die führen wir jetzt durch, und zwar über den Inhalt des Antrages mit der Drucksachennummer 5961. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP und der fraktionslose Abgeordnete Stein. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag abgelehnt worden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9.